Derby-Zeit, heiße Zeit, Emotionen, Karten, Nicklichkeiten. Wenn die Top-Teams der Stadt aufeinandertreffen, ist nichts so, wie es normal ist. Es herrscht Ausnahmezustand. Wahrscheinlich hat einer eine rote Karte gefordert und das ist natürlich unterste Schublade. Derby geht es immer ein bisschen hitziger zu und da muss man sich wehren, das darf man sich nicht fallen lassen. Das letzte Derby beider Profiteams im Februar 2008. Das Ergebnis 1:0 für die Roten. Und wieder ist richtig was los. Zwei gelb-rote Karten und der Siegtreffer zur Franck Ribéry. Frech. Cool. Typisch Franck eben. Ganz aktuell das nächste Stadtduell. Dieses Mal TSV 1860 1 gegen FC Bayern 2. Das ist aber egal. Auch jetzt gelten die alten Derby-Gesetze. Alles emotionaler, alles bunter, alles kämpferischer. Kurz, alles anders. Wahnsinn, Wahnsinn. Absolut Hammer, dass wir jetzt der Derby-Sieger sind und vor den Fans wie die Bayern. Also, es ist doofer Spruch, aber genau deswegen spielen wir Fußball. Zwei Tage vor dem Derby, Schläge in den Nacken. Die etwas andere Vorbereitung der Amateure des FC Bayern auf das Spiel gegen die 60er. Stadtduell, bei dem es um viel geht. Nein, um sehr viel geht. Klar, also die Gedanken kreisen ums Derby. Wir sind heiß. Das ist das wichtigste Spiel des Jahres. Wir können eben nur gewinnen. Wir sind eben nicht der Favorit. 60 möchte vorne wegmarschieren. Blau der Favorit, rot der Außenseiter. Das ist die Ansage. Der Druck ist also bei den Löwen. Doch Coach Tim Walter predigt seinem Team vor allem eines. Gut zu sein allein reicht bei weitem nicht. Stichwort Einsatz. Da gibt es ein Sprichwort, wenn die Guten nicht kämpfen, nicht arbeiten, dann werden die Schlechten gewinnen. Ja, das soll nicht heißen, dass die jetzt schlecht sind, aber ich weiß, welche Qualität das wir haben. Und wenn wir die Grundtugenden aber mit einbringen, ja, dann setzt sich irgendwann doch die Qualität durch. Arbeiten, ackern, kämpfen, damit am Ende die Roten jubeln. Aber das ist natürlich nicht der einzige Schlüssel für den Derby-Sieg. Die jungen Amateure müssen lernen, mit der ganz speziellen Atmosphäre beim wichtigsten Stadtvergleich klarzukommen. Wie Olli Kahn gesagt hat, es gibt nichts Geileres, als rauszugehen und ausgepfiffen zu werden. Das dann in positive Energie umzuwandeln. Also wir freuen uns richtig drauf. Die Freude auf ein Spiel, das eine lange Tradition hat, verständlich. Jetzt wird's heiß. Denn die Spiele im Olympiastadion zwischen 1977 und 2004 hatten es in sich. Wahrscheinlich hat einer eine rote Karte gefordert und das ist natürlich unterste Schublade. Das müssen sie selber mal erlebt haben, um zu wissen, was das heißt, wenn der Gegner jedes Mal mit Schaum vom Mund einläuft. Das ist keine Entschuldigung, aber es soll einfach erklären, dass wir immer doppelten Gegenwind haben und da relativ gut mit zurechtkommen. Der Derby geht immer ein bisschen hitziger zu und da muss man sich wehren, das darf man sich nicht fallen lassen. Es war immer brisant, es war immer schön, gegen 60 zu spielen. Also das war ein Spiel, wo das ganze Stadt hat sich mobilisiert vor dem Spiel. Und klar, ich glaube, Gott sei Dank, ich habe meistens gewonnen als verloren. Aber das war immer schlecht, wenn man gegen 60 schlecht gespielt hat. Ja, ich kann mich noch in einem Interview vor dem Derby erleben. Ich war jetzt nicht wegen dem Derby gegen 60, sondern da ging es um die Meisterschaft, die nächsten Spiele. Und da war im 60 auch noch in der Kategorie Spiele dabei. Also die schlagen wir genauso wie die Düsseldorf. Ich glaube, Düsseldorf haben wir 7-2 geschlagen, die 60er 6-1. Und da waren wir einfach von uns überzeugt. Und da haben die Löwen dann mit 6-1 einmal dran glauben müssen. Das besagte Derby am 10. Mai 1980. Es sollte ein legendäres werden. Das 6:1, der höchste Erfolg im Stadtduell der Bundesliga-Geschichte. Klaus Augenthaler konnte zwar nicht treffen, aber dafür Paul Breitner mit einem sensationellen Weitschuss. Der Man of the Match war aber er, Karl-Heinz Rummenigge, der gleich zweimal gegen die Löwen erfolgreich war. Es
ist immer etwas Besonderes, wenn man stark spielt. Aber in München ist es etwas Besonderes, wenn man dagegen 1860 noch so stark spielt und dann natürlich noch 6-1 gewinnt. Die Derbys im Olympiastadion. Seit dem Aufstieg der 60er 1994 war es auch die Zeit, als Sat.1 RAN die Berichterstattung übernahm. Die Derby-Stimme damals, Thomas Herrmann. Hinein ins Bayerische Festival, ausgelassene Stimmung im fantastischen weißen Rund. Hält? Ja, Sabra, wo ist der Trares? Das ist doch der Zickler. Solche Geschichten schreibt wohl nur das Derby. Zickler, 3:0, 20. Minute. Max legt ab und Thomas Riedel, es war vollbracht und das war von allen Chancen die schwierigste. Thomas Riedel und selten war ein Tor so verdient wie dieses. Salihamidzic, da ist die Picke von Brazzo zum 1:1. Zurück zum aktuellen Derby und zurück zu Thomas Herrmann. Wie zu Zeiten im Olympiastadion wird er auch dieses Spiel der Blauen gegen Tim Walters Rote kommentieren. Ich glaube, das ist völlig wurscht, ob das jetzt ein Riesenderby ist von zwei ersten Mannschaften oder ob das ein Halbderby ist oder ein Amateurderby. Ich weiß es auch von meinem Sohn, der Bayern-Fan ist. Ja, der hat immer gesagt, das Derby hier in der Grünwalder Straße oder im Grünwalder Stadion in Giesingshöhen, das ist für ihn das Spiel des Jahres. Das ist das Highlight, egal welches Spiel sonst noch so rumkommt. Also das ist immer noch hier die emotionale Nummer 1. Eine nette Randnotiz, nachdem beide Fanlager penibel getrennt zum Stadion kommen, fahren beide Teams zufällig zur gleichen Zeit am Grünwalder Stadion vor. Kurz danach Platzbegehung oder besser, die Schnuppern der beiden Teams. Es gibt übrigens allein 8 Spieler, die beim jeweils anderen Münchner Club gekickt haben. Man darf das jetzt auch nicht falsch verstehen, also nicht, dass jetzt irgendwie die Leute denken, ah, das sind Freunde und die spielen gar nicht, sondern das ist dann eben schon nochmal was Besonderes, gerade gegen die, wenn man es dann ganz gut kennt, will man sich natürlich auf gar keinen Fall Blöße geben und nimmt die Atmosphäre mit, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, was weiß ich, Jan Mauersberger kenne ich ganz gut, dass ich sage, oh, den hasse ich, den trete ich auf jeden Fall um, sondern nein, man freut sich auf das Spiel und danach wird man auch irgendwann mal wieder ein Bier trinken gehen. Doch das gemeinsame Bier ist noch gut 2 Stunden entfernt. Jetzt gilt es, den Lokalrivalen auf dem Platz zu bekämpfen. Natürlich mit fairen Mitteln und der richtigen Strategie. Bayern-Coach Tim Walter setzt auf Druck rausnehmen. Wenn wir bei Bayern München 2 sind, dann geht es darum, vor allem auszubilden. Und ich glaube, wenn wir die optimal ausbilden, jeden Einzelnen optimal fördern und ausbilden, ja, dann stimmt die Leistung am Ende auf jeden Fall und dann können sie dann auch das letztendlich schaffen. Bestes Beispiel der 3:1-Sieg im August 2014. Damals noch mit Kapitän Tobias Schweinsteiger. Zwar ging es in Anführungszeichen nur gegen die zweite von 1860, aber auch da überzeugen die Bayern mit der Kombination aus technischer Qualität und unbedingtem Siegeswillen. Ja, das ist Wahnsinn, also ich glaube, Derby ist in München, ist für uns das Größte. Auch 6 Jahre zuvor, als das letzte Derby der Profiteams beider Clubs stattfand, beim Pokalviertelfinale im Februar 2008. Der Hauptdarsteller des Pokalfights war er, Franck Ribéry. Ein schweres Spiel, du weißt, das ist ein sehr wichtiges Derby. Und ja. War ein schöner Moment. Natürlich war sehr wichtig für mich, aber sehr wichtig für die ganze Mannschaft. Und auch dieses Derby verlief nicht ohne Karteneinsatz und Emotionen. Kurz vor Spielende sieht zuerst Bayern-Stürmer Luca Toni gelb-rot und in der Verlängerung trifft es dann Löwenverteidiger Schwarz. Kurz vor Ende der Partie dann diese Szene. Miroslav Klose wird gefoult. Franck Ribéry läuft an und trifft zur lange ersehnten Führung. Doch einige Spieler laufen zu früh in den 16er. Wiederholung. Franck Ribéry behält die Nerven. Und wie? Ich weiß nicht, ich kann nicht so sagen, ja, ich wollte so machen oder so. Ich mache immer, was mein Gefühl sagt auf dem Moment. Und ich habe genommen wieder den Ball. Und ich habe gesagt, ich mache so. Und das ist wichtig, was drin. Spannung pur, jetzt im Grünwalder Stadion.
Das erste Derby der zweiten des FC Bayern gegen die erste von 1860 geht gleich los. Die Löwen sind bisher zu Hause noch ungeschlagen. Die Bayern gegen Top-Teams immer gut drauf. Feuerfrei für ein packendes Derby, das Sport 1 übrigens eine Rekordquote einbringt. In der Spitze sehen 780.000 Zuschauer zu. Thomas Herrmann kommentiert. Mölders mit der Brust und dann im Fallen. Klasse Parade von Früchtl mit dem rechten Fuß wie ein Handballtorhüter. Bein. Ziereis kommt zum Schuss! Markus Ziereis mit der dicken, dicken Möglichkeit. Die Löwen stehen gut da hinten. Dorsch. Gute Nummer von Niklas Dorsch. Das war bislang die beste Torchance der U23 von Bayern München. Fried, jetzt gute Phase und das muss das erste Tor sein. 1:0 Bayern München. So ist das. Fabian Benko mit dem 1:0 in der 74. Minute. Hier geht's überragend. Es war ein geiler Sieg, absolut verdient. Und es war ein geiles Gefühl, das entscheidende Tor geschossen zu haben. Schlusspfiff, Happy End für die Bayern. Nach dem 1:0-Sieg beginnt jetzt die Zeit der Emotionen. Wahnsinn, Wahnsinn. Also der Hammer, dass wir jetzt der Derby-Sieger sind vor den Fans wie die Bayern. Also, es ist doofer Spruch, aber genau deswegen spielen wir Fußball. Schau mal, deine Jungs feiern. Ja, es ist so geil. Wir hatten eine lange Durchstrecke, aber wir haben vor dem Spiel gesagt, wir können mit dem viel gut machen. Können alles rein, das haben wir gemacht. Es war ein richtiger Arbeitssieg. Wir haben den nicht an die Wand gespielt oder dergleichen. Wir haben einfach gekämpft und haben dann das Tor gemacht. Deswegen umso schöner. Ja, Wahnsinn. Mein Tipp hat er nicht ganz aufgehoben mit 2-1, aber Tendenz richtig gehabt. Torverhältnis richtig nah. Wir feiern bloß wieder. München ist rot. So haben wir heim bewiesen. Derby-Sieger. Ja. Was anderes gibt's gar nicht. Ja! Es sind auch einige Freunde da, die 60er sind. Die kriegen einen schönen Spruch nach dem anderen. Also von daher, nee, es ist einfach, wir genießen das. Wir gehen zu die Kabine. Wir lassen uns ein bisschen feiern und genießen die Kulisse und lassen es einfach sacken. Danke dir. Und nachdem alles gesagt ist, werden Feldhahn und seine Bayern wissen, sie sind Derby-Sieger. Übrigens die ersten der Geschichte im Stadtduell von 1860-1 gegen FC Bayern 2.